Hi und herzlich willkommen bei Staubitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Pfirsichkobbler ohne Zucker, also einen süßen, mit Teig überbackenen Auflauf, ganz einfach selber machen könnt. Er schmeckt so fruchtig und lecker, dass er einfach das Potenzial hat, zum absoluten Sommerdessert-Favoriten der Saison zu werden. Probiert es also unbedingt einmal aus und ich zeige euch jetzt natürlich, wie der süße Auflauf gemacht wird. Und zwar benötigen wir für den Pfirsichkobbler natürlich als allererstes Pfirsiche und die werden zunächst halbiert, entkernt und anschließend in Spalten geschnitten. Als nächstes braucht ihr dann eine Auflaufform. Meine hat die Maße von ca. 20 x 31 cm, aber da kommt es natürlich nicht hundertprozentig genau auf die Größe an. Und in dieser verteilt ihr dann die in Spalten geschnittenen Pfirsiche. Die Auflaufform mit den Pfirsichen könnt ihr dann zunächst beiseite stellen, denn jetzt machen wir uns natürlich an die Zubereitung des Teiges. Und für diesen gebt ihr ganz einfach 75 Gramm gemahlene Mandeln, 30 Gramm Kokosmehl, 120 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit, 90 Gramm kalte und in Stücke geschnittene Butter, 4 Eier und wenn ihr mögt noch ein wenig Vanilleextrakt und rührt ganz einfach alle Zutaten zu einem Teig. Das ist auch schon alles. Nehmt euch jetzt wieder die Auflaufform und verteilt den Teig nun, zum Beispiel mit einem Löffel, in Klecksen auf den Pfirsichen. Nachdem ihr dann den kompletten Teig verteilt habt, geht es auch schon ans Backen und zwar im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 bis 35 Minuten, bis sich eure Teighaube angefangen hat, schön goldbraun zu verfärben. Ja, und nach dem Backen könnt ihr mit dem Genießen von diesem leckeren Pfirsichkobbler auch schon direkt beginnen. Direkt warm aus dem Ofen schmeckt er meiner Meinung nach nämlich am allerbesten, wobei er eigentlich auch kalt ein echter Genuss ist. Wer dem Ganzen noch einen oben drauf setzen möchte, der serviert den Pfirsichkobbler zusammen mit einer Kugel zuckerfreiem Eis. Ein Rezept dafür verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal gern unten in der Infobox. Jetzt wünsche ich euch aber erst einmal ganz viel Spaß beim Nachmachen von diesem leckeren süßen Auflauf. Lasst es euch schmecken und schaut auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut!